So, da sind wir wieder zurück, frisch vom Training. Der kleine Lapriso ist inzwischen nicht mehr ganz so klein. Ist jetzt Level 37, hat ein paar nette Werte dazu bekommen. Außerdem hat er Eisstrahl gelernt und ich habe ihm Surfer und Schockwelle per TM beigebracht, beziehungsweise auch VM. Den Body Slam kannte er ja schon. Der Kleine hat übrigens ein zaghaftes Wesen, das heißt, das ist ein neutrales Wesen. Nichts erhöht, nichts gesenkt. Und jetzt fangen wir einfach mal an, das Silfco-Gebäude von unten nach oben auseinanderzunehmen. So. Für das ganze Zeug hier drin sollten wir jetzt sowieso schon extrem übertrainiert sein. Das sollte uns überhaupt keine Probleme mehr machen. Es sei denn, die KI trifft mal wieder mit dem Superschall. Mag ich nicht. Oder da mag ich nicht drin bleiben. Fängt ja schon wieder sehr gut an. Ich bin so froh, dass ich Kenji den Steinhagel beigebracht habe. Yay, Steinhagel ist auch super praktisch. Eine sehr, sehr tolle Attacke. Vor allem die beste Coverage, die man für Boden kriegen kann. Ja, der nur Zubat. Kriege ich die eigentlich auch mit dem Schlitzer kaputt? Ja, reicht sogar. Und ein Radikal hat er noch. Bei denen wäre doch auch irgendwo einer drin, oder? Nö, bei denen doch nicht. Aber man muss ja alle Blumenstöcke durchsuchen, weil man verpasst sonst so viele Items hier. Hey, ein Tragosso. Mal was, was ich verprügeln kann. Mit dem Dirki. Und ein Zubat kommt hier schon wieder rein. Dann darf Sorti den kleinen Möchtegern Zubats mal zeigen, wo es lang geht. Der Forscher Orlando. Frag mich gerade, ob der nebenbei auch Schauspieler ist. Es war irgendwie klar, dass das jetzt kommt. Gut, dann halt nicht. So, bei einem Voltoball, da bleiben wir auch gleich drin.
Ah ja, und bevor ich es vergesse, ich habe beim ganzen Training so viel Geld wieder zusammengefarmt, dass ich jetzt genug Geld hatte, um mir den Spukball noch kaufen zu können. Unser Konchan kann jetzt Spukball. Und ich finde das toll. Der darf jetzt dann demnächst die ganze Psycho-Arena verprügeln. Hier ist auch nichts. Ein Slimer. Das Selbstdruckgebäude triffst du ja auch das erste Mal auf Giovanni, glaube ich, oder? Nee, das zweite Mal schon. Ach, das zweite Mal. Das erste Mal war im Rocket Geheimversteck unter der Spielhalle. Ja, stimmt. Das erste Mal habe ich ihn auch ganz einfach verprügelt. Ich hatte da so ein kleines Raser, das die Fäuste sprechen hat lassen. Ich liebe Rauchwolke. Also ich will mich jetzt nicht unbedingt beschweren, aber ich glaube, mit dem Schlitzer hast du noch so gut wie nie Volltreffer gemacht. Also ich meine, ich hatte jetzt mit Lapriso eben mehr Volltreffer beim Training als die ganze Zeit mit deinen Schlitzern. Den Smugmog. Ja, da haben wir wieder was. Ein Hyperball. Moment mal, die hier bringt irgendjemanden von uns Donnerwelle bei. Können wir die Donnerwelle bei irgendjemanden hier gerade gebrauchen? Nicht so wirklich. Dann lassen wir das lieber gleich mal. Da hinten ist ja auch nichts, oder? Ja. So, erster Stock fertig. Dann bin ich den zweiten. Okay, hier waren wir ja schon. Protein. Da hinten haben wir ja auch schon alles erledigt. Ja, den ganzen Stockwerk hier haben wir eigentlich auch schon erledigt. Hm. Ich frage mich wirklich, warum bei denen so viele Vitamine und ähnliche Sachen in den Pflanzen rumliegen. Er verwechselt das jetzt einfach nur mit Dünger. Ah, du füttest deinen Pokémon Dünger. Ich meine, bei Satzenia wird es vielleicht auch funktionieren. Bei Dirki. Ja, bei Dirki schon, aber beim Rest dann nicht mehr so wirklich.
Irgendwie fühle es sich so an, als wären die Rocket Ripple hier abwechslungsreicher als die letzten zwei, als die letzten fünf Routen, die ich gemacht habe. Schon wieder eine nutzlose TM, yay. Für irgendwas muss diese TM von Erika ja gut gewesen sein, ne? Ein Traumato, oh, ja. Das kann ich ja jetzt endlich richtig kontern. Top-Beleber, ja, haben wir wieder was zum Verkaufen. Die hier sind wir noch vorne, ja. Also mal schauen, was er hat. Na, herzlichen Glückwunsch, der Kreideschrei hat dir jetzt effektiv gar nichts gebracht. Wenn du sowieso mit Elektroattacken dann angreifst. Hätte ihm was gebracht, wenn wir hier schon in Gen 4 gewesen wären. Da ist der Funkensprung ja schließlich physisch. Dieser Stockwerk ist auch abgeklappert, dann weiter beim vierten. So, der Key ist mittlerweile Level 38, das heißt, wir können Lapriso mal nach vorne packen. Ein Hypno, Level 33. Na gut. Da fangen wir gar nicht erst an, speziell drauf zu hauen. Das sind ja schon wieder niedliche Schadenswerte, die dabei rumkommen. Plus. Ein Jongleur und der heißt Bob. Hallo Bob. Ich wollte gerade sagen, alles gut, solange er mich nicht verwirrt, aber... Ja. Okay.
finde es einfach dämlich, dass es hier in der ganzen Gen 1 noch keine Unlicht-Pokémon gibt. Ich habe ihn jetzt durch den Reflektor durchgewonnen-hittet. Und Stahl-Pokémon gibt es auch nur ein einziges. Also zwei, wenn man Magnetilo dazu zählt. Aber es sind nur Magnetilo und Magneton. Unlicht gibt's hier gar nichts. Ein Elixier. Magneton. Ich glaube, da will ich jetzt nicht mit Lapriso dran bleiben. Smogon. Okay, bei einem Magnetilo mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Das Viech kann ich nämlich noch wenigstens sicher outspeeden und mit einem Surfer über die Bretter schicken. Und ein Smogmog kommt noch. Ui, da gibt es sogar noch mal extra EP hinten drauf.